Verhältnisses, Herr Bundeskanzler, problemlos, dieses Verhältnis, so wurde es heute in verschiedenen Pressegesprächen dargestellt. War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war? Ja. Sie lachen überhaupt nicht. Ich lache überhaupt nicht. Ich habe vielleicht 1000 Interviews in meinem Leben gemacht. Wenn das das Einzige ist, was übrig geblieben ist, da kann ich nur sagen, mit was für Journalisten habe ich es hier zu tun? Die hätten doch meine Perlenstücke heraussuchen können, in denen es wirklich um to be or not to be Deutschlands ging. Aber was suchen Sie heraus?